Willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Wie ihr hinter mir sehen könnt, habe ich euch noch was zu erzählen betreffend das BMW E46. Vielleicht haben sich einige schon denken können, auch ein paar Instagram-Posts. Weniger Content von dem Wagen in der letzten Zeit, sei es auf Instagram oder auch hier auf YouTube. Aber das ist natürlich die Frage, was ist passiert? Nein, ich werde keine Amerika-Reise mit dem Wagen machen. Der wird nicht nach Amerika verschifft. Und nein, so lassen kann ich ihn ehrlich gesagt auch nicht. Wie ihr es euch vielleicht bereits denken könnt, hat der Wagen keinen TÜV mehr. Und warum? Das gucken wir uns jetzt einmal an. Ja, ich glaube, das Thema ist eindeutig. Jetzt ist halt die Frage, wie geht es weiter mit dem Auto? Wenn der Wagen nicht so einfach TÜV bekommt und das Ganze zu teuer wird, habe ich mir gedacht, stelle ich ihn erstmal ab. Den Wagen abzugeben, das war mir dann doch zu schade, zumal ich nicht mal geschafft habe in der Zeit, ihr wisst es, Stress und immer zu viel zu tun, das zu machen, wofür ich den Wagen eigentlich gekauft habe, beziehungsweise was ich damit von Anfang an vorhatte. Und aus dem Grund habe ich mir dann gedacht, ich behalte den Wagen dennoch, ich stelle ihn abgemeldet hier hin und werde die nächsten Jahre, einfach ein wenig dran rumschrauben. Mal schauen, wie weit mich das Ganze bringt, eventuell nicht weit, eventuell weit, das werden wir sehen. Ich werde mich auf jeden Fall auch mal dem Rost annehmen, weil so kann es natürlich nicht bleiben. Mit Rost bin ich so am Kämpfen, ich hasse Rost. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Es nervt mich immer, weil es immer wieder kommt. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich probiere einfach bei dem Auto mal ein bisschen aus. Einfach mal ohne Stress, weil das Auto steht hier. Ich muss jetzt keine Steuerversicherung zahlen, ich muss keine Sachen tun. Natürlich ist das Ganze nicht sehr YouTube-freundlich. Das ist mir dennoch bewusst. Persönliche Sachen gehen natürlich in dem Fall vor. Das heißt, wenn ich die nächsten 6 bis 12 Monate wieder gar nicht an den Wagen mache, dann wäre das in dem Fall auch so. Und dann gibt es auch dementsprechend kein Video darüber. Aber ich habe ein paar Sachen geplant. Und wenn ich das mache, seid ihr natürlich dabei. Startet wie eine 1. Ganz happy läuft er aber nicht. Und jetzt tickt irgendwas. Und nass von innen ist er auch. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das, ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob alle 4 Räder gedreht haben. Die Hinterachse hat auf jeden Fall blockiert mit der Handbremse, die seit einem Jahr angezogen war. Oder über einem Jahr. Ich habe sie frei bekommen, aber ob sie jetzt komplett gedreht hat, bin ich mir nicht sicher. Also der Wagen stand jetzt 1 Jahr und 2 Monate. Handbremse war 1 Jahr und 2 Monate angezogen. Mittlerweile ist er auch ganz nass von ihm. Die Scheibe ist komplett beschlagen. Hier ist alles nass. Ich muss herausfinden, wo das ganze Wasser reinkommt. Ich habe da so meine Vermutung. Aber genau wissen tue ich es natürlich noch nicht. Wir haben jetzt hier auch einige Federlampen. Ich kann den mal nochmal starten hier. Starten tut er.
Vorhin war auch noch diese EML-Lampe an, keine Ahnung, was die zu bedeuten hat. Tür ist auf. DST funktioniert nicht. Und Motorkontrollleuchte, da haben wir sie wieder. Ja, der Kilometerstand hat sich natürlich nicht geändert. Motor läuft jetzt gerade ruhig zwischendurch, sackt aber ab von der Standdrehzahl. Ja, wenn die Handbremse und Tür zu ist, dann haben wir nur noch zwei. Ich bin leer an Tank, aber ist ja auch im BMW. Aber der Auspuff ist auch komplett undicht, das weiß ich. Und auch so ist jetzt einiges im Argen. Und deswegen habe ich den Wagen ja auch abgestellt. Ich bin jetzt hingegangen, habe den Kofferraum mal ausgemistet. Jetzt habe ich das hier schon wieder abgerissen. Und ich habe hier etwas gefunden. Das Serviceheft. Ich wusste gar nicht, dass ich zu dem Wagen ein Serviceheft habe. Ja, allerdings kann man hier ziemlich schnell sehen. 99er Baujahr, letzter Service 2014 bei 181.000 Kilometer. Bedeutet 10 Jahre her und vor 110.000 Kilometer. Also hilft uns das jetzt nicht viel, aber dennoch cool zu wissen. Ich hatte es gar nicht mehr gewusst. Ach ja, das nicht zu meiner Konstruktion. Funktioniert aber. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meine Individualausstattung zu verkaufen. Und zwar handelt es sich jetzt hier um die Individualausstattung Alcantara Eco Beige. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, leider eine kleine Beschädigung. Das ist so, wie es ist. Das kann man natürlich reparieren lassen. Muss man wissen, ob man das möchte. Ansonsten ist der Zustand wirklich in Ordnung. Türverkleidung und auch die Rücksitzbank. Wirklich noch ziemlich gut. Außerdem habe ich eine Touring-Rücksitzbank dafür. Und weil die Türverkleidungen gleich sind, kann man das Ganze in einen Touring verbauen oder wie hier in einer Limousine, wenn man beide Rücksitzbänke hat. So, ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine kurze Wäsche, mache das Ganze nochmal etwas schöner. Und dann werden die Inseratsbilder gemacht, Videos, und dann landet das Ganze auf eBay. Wenn das Ganze bis dahin noch nicht verkauft ist, dann werde ich sie unten verlinken und ihr könnt euch das Inserat dazu ansehen. Das Traurige ist halt, wenn man sich einmal anschaut, zum ersten Mal ist der Wagen komplett fertig. Dachhimmel, Hutablage, sogar die speziellen Interieurleisten hier. Habt ihr vielleicht das Short dazu gesehen? Alles top, und jetzt ist der Wagen abgemeldet, weil er keinen TÜV mehr bekommt. Und nur mittlerweile ist er auch schon ziemlich lange stehend, wie man sieht. Ich glaube, das erklärt sich von alleine. Schon Grünspan angesetzt. Der Rost ist nicht mehr zu stoppen. Ich habe natürlich noch ein paar Ideen mit dem Wagen. All das benötigt aber diese Ausstattung hier definitiv erstmal nicht. Die hat einen gewissen Gegenwert. Da ich schon zwei Anfragen aus den Vereinigten Staaten hatte, aus den USA, die diese Ausstattung nie in den USA hatten, reinigen, Inseratsbilder machen, Inseratsvideo machen und dann aufbauen. Okay, eine Ära geht zu Ende. Ich habe alles sicher verstaut, so dass das jetzt dann abgeholt werden kann, wenn es soweit ist. Mal kurz sauber gemacht, ist aber eigentlich ziemlich gut sauber. Ja, das Ding ist jetzt leer. Passt schon. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal in einem vorherigen Video gezeigt habe. Wenn ja, ist das schon sehr lange her. Diese liegen hier schon ziemlich lange. Aber naja, wenn ich es euch noch nicht gezeigt habe, dann haben wir hier zwei nagelneue Kotflügel, rostfrei, unlackiert auf dem Zubehör. Ja, nichts Besonderes. Waren damals relativ günstig, sind heutzutage, glaube ich, deutlich teurer geworden. Deswegen bin ich froh, dass ich die schon so lange liegen habe. Einfach mal stressfreies Schrauben, sowas in der Art, stelle ich mir davor. Mal schauen, ob es klappt.